stehen hier vor diesem Stand, Baustelle Demokratie, weil wir glauben, dass es in zwei Richtungen zu werkeln gibt. Zum einen ist es ja so, durch Abkommen wie TTIP machen wir uns große Sorgen als Bürgerschaft, als Zivilgesellschaft, dass demokratische Spielräume auf allen demokratischen Ebenen eingeschränkt werden können. Wie sehen Sie die Gefahren in dieser Hinsicht von TTIP und CETA? Also ich glaube, dass wir, was TTIP angeht, schon große Stücke vorangekommen sind, was die Diskussion angeht. Ich halte es für absolut notwendig, dass die Diskussion sehr viel offener geführt wird, die Verhandlungen in Brüssel oder von Brüssel ausgehend mit den USA offener geführt werden und dass auf diese Art und Weise eben auch Inhalte, die jetzt Teilergebnis der Verhandlungen sind, auch zum Guten hin verändert werden können. Generell halte ich Abkommen zwischen Ländern über gute Zusammenarbeit, über Handelsbeziehungen für richtig. Gar keine Frage. Grenzen sind nie gut für Menschen, aber es muss der richtige Inhalt sein. Darauf kommt es an. Aber was sagen Sie denn zu den Besorgnissen, dass genau die Werte, für die speziell die SPD steht, starke Arbeitnehmerrechte, Mindestlöhne, sozusagen ein gutes Leben führen zu können, dass all solche Werte unter Druck geraten, wenn man den Wettbewerb um jeden Preis sozusagen weiter erhöht? Und das ist ja eine Entwicklung, die sehen wir schon in den letzten Jahren. Und für viele Menschen ist TTIP ein weiteres Symbol dafür, dass freie Märkte über ganz viele andere Werte gesetzt werden. Also ich stimme Ihnen völlig zu, dass die sogenannte Freiheit der Märkte nicht die Lebensbedingungen von Menschen bestimmen dürfen und dass wirtschaftliche Interessen auch nicht die Demokratie prägen dürfen. Das muss die Kraft sein, die von den Menschen ausgeht. Aber ich würde nicht all diese Probleme auf TTIP laden. Da gibt es sehr viel grundsätzlichere Orientierungsfragen, beispielsweise auch der Grundausrichtung der Europäischen Kommission, die eben sehr marktbetont ist, aber die soziale Dimension, auch in weiten Bereichen die ökologische Dimension, die kulturelle Dimension, nicht ausreichend auf dem Schirm hat. Aber das ist kein Problem der Amerikaner, das ist ein Problem, dass wir ein eigenes Modell diesem US-amerikanischen entgegensetzen. Ja. Und dafür arbeite ich. Absolut, das finde ich total gut, dass Sie das so ansprechen, weil die Frage ist doch, wenn die Kommission immer weiter auf einer Schiene sozusagen wegdriftet von den Bürgern, welche Möglichkeiten haben wir in der EU als Zivilgesellschaft, die Kommission auch zu korrigieren und ihr mitzugeben, dass wir eigentlich andere Werte auch mit im Fokus haben wollen? Welche Kanäle gibt es denn für die Bürgerschaft? Also ich finde es gut, dass viele Bürger sich ausdrücken durch Demonstrationen, durch Resolutionen und so weiter. Aber ich finde es auch unabdingbar notwendig, dass wir die Verträge weiterentwickeln. Und das geht eben nur, wenn wir demokratisch durch Wahlen, Europaparlament ist das Stichwort, aber auch nationale Parlamente und Mehrheiten, Veränderungen herbeiführen. Wenn, wie es leider in Europa derzeit so ist, an vielen Stellen zusätzlich Rechte oder gar ganz rechte Kräfte eben die Oberhand haben, dann ist in der Demokratie so, dass man schwer was bewegen kann. Also ich kann nur dazu raten, sich zu engagieren und genau zu gucken, wen man und was man wählt. Das stimmt, aber nutzt die SPD jetzt TTIP auch als Chance zu sagen, schaut euch an, wie die europäischen Strukturen funktionieren und schaut euch eigentlich an, dass es so nicht funktionieren kann, sondern dass wir zum Beispiel die Europäische Bürgerinitiative verbindlicher machen müssen, dass wir vielleicht auch ermöglichen, dass die Bevölkerung nach so einem riesen Vertragsverhandlungsprozess abstimmt über das Ergebnis und all solche Schritte zu gehen. Ja? Das macht die SPD ja auch nicht in allererster Front jetzt momentan. Also richtig ist, dass die SPD für ein europäisches Bürgerbegehren ist, das auch in ihren Wahlprogrammen national stehen hatte und das gilt auch. Aber es ist eine Illusion, dass man sich auf einer Ebene, in der 27 Länder zusammenarbeiten können, einfach ausschaltet. Und dass Deutschland sagt, wir spielen da nicht mit. Da muss man hart verhandeln und muss seine Ziele anstreben. Und ich finde, das läuft derzeit eher in eine richtige Richtung, Ich sage nicht, dass wir an einem guten Ziel sind, als dies umgekehrt der Fall ist. Es wäre genauso verkehrt, wenn wir einen weltweiten Konflikt kriegen würden zwischen den USA und dem pazifischen Raum und den USA und dem atlantischen Raum. Wir dürfen solche neuen Trennungen der Welt nicht herbeiführen. Und das hat eben auch mit Verträgen zu tun. Also
Ich glaube, da muss man sehr differenziert reden. Und Symbolpolitik, davon habe ich nie was gehalten. Ja. Davon kann sich kein Mensch was kaufen. Ja. Und deshalb bin ich sehr dagegen, dass man TTIP sozusagen zum Synonym für alles, was negativ läuft, macht. Da geht es darum, wer beherrscht die Weltbank, wie sind die Ziele der Weltbank, die Europäische Zentralbank, wie ist die europäische Politik. Dafür will ich eher kämpfen, als Symbole zu betonen. Okay, eine letzte Frage, weil Sie gerade gesagt haben, wir wollen keine neuen Grenzen aufbauen zwischen den verschiedenen Räumen auf der Welt. Aber was ist denn mit der Sorge, dass durch TTIP unsere Märkte gestärkt werden, aber die Entwicklungsländer mit ihren Märkten tatsächlich noch weiter ausgegrenzt werden und eben da gerade auch neue Hürden aufgezogen werden gegenüber von Ländern, die es dringend nötig hätten, eigentlich eine Art von Solidarität von uns zu erfahren? Ich glaube, dass das, was da an Entsolidarisierendem geschieht, insbesondere gegenüber afrikanischen Märkten, aber auch gegen asiatischen, dass das derzeit schon eine Blüte erreicht hat, im negativen Sinne, dass es kaum noch schlimmer sein kann. Also mit Nicht-TTIP haben wir doch an keiner Stelle fairere Situationen hinsichtlich des Verkaufens von Waren, Dienstleistungen, Erzeugnissen in Afrika beispielsweise oder Lateinamerika gehabt. Wir arbeiten hier als Friedrich-Ebert-Stiftung, deren Vorsitzender ich bin, in 106 Ländern weltweit und gerade auch für fairen Handel und für Chancen dort vor Ort. Also das darf man nicht vermischen. TTIP hat damit, es hat alles mit allem zu tun, aber das ist diese Symbolpolitik, die ich nicht mag, weil das ist sehr weit von hinten durch die Brust ins Auge, TTIP dafür verantwortlich zu machen. Uns hindert als Deutschland momentan niemand, außer den politischen Verhältnissen, dass wir sagen, wir machen das anders. Wir verkaufen nicht, ich sag mal, die Hühnerschlägel und die Brust an deutsche Kunden und den Rest verkaufen wir nach Afrika und machen damit die Einkommenschance für afrikanische Kleinbauern, die Geflügel sichten, völlig kaputt. Das könnten wir verändern, wenn nicht als Deutsche, so zumindest als Europäer. Also Hausaufgaben machen und über das andere reden, aber nicht alles durcheinander bringen. Okay, vielen, vielen Dank. Danke Ihnen. Tschüss.